so, dass man sich mit der eigenen Positionierung, weil das war ja eigentlich die Frage, nicht einschränkt, sondern, wie ich schon gesagt habe, man kehrt einfach nur etwas raus, was dann für die anderen greifbar ist und was dann tatsächlich passiert im Hintergrund, ist ja viel, viel mehr. Also es geht bei Positionierung einfach darum, etwas zu finden, woran Menschen da draußen anknüpfen können. Ja, und das sollte natürlich möglichst das sein, was mich am stärksten repräsentiert und was mich widerspiegelt im Ganzen auch und so. Das ist einfach ganz, ja, das ist letztlich Positionierung. Diese Angst, wirklich was zu verlieren von dem, was einen ausmacht, die ist tatsächlich da, weil es einfach viele Menschen gibt, die sehr viele Interessen haben.